In der 10. Bundesliga-Runde hat es nur noch Wacker Innsbruck erwischt. Die Kogler-Truppe verliert in Wiener Neustadt mit 0:1. Torschütze per Elfmeter ist ausgerechnet der Tiroler und Ex-Wackerianer Hannes Seigner. Ja, ich freue mich, dass wir die Partie gewonnen haben. Dass das jetzt gegen Wacker heute gewesen ist, ist für mich nichts Besonderes. Ich freue mich nur über den Sieg und dass wir den Tabellenführer geschlagen haben zu Hause. Ob es er macht oder irgendein anderer Spieler, ist völlig egal. Ein Gegentor schmerzt immer. Ja. Und vor allem, wenn es das Tor ist, dass man das dann einfach die Niederlage einleitet. Aber ja, deswegen, ob er oder anderer, ganz egal. Ja, wir haben es wirklich geschafft, diese imposante Serie von Tirol, von Wacker Innsbruck zu brechen. Das ist schön, das ist positiv. Wir waren, glaube ich, erste Hälfte zum größten Teil schon die bessere Mannschaft, haben es aber zweite Hälfte mit der Führung im Rücken einfach nicht geschafft, Ruhe in unser Spiel zu bringen. Da war Wacker Innsbruck sehr dominant. Ja, es war eine Unglücklichkeit, muss ich sagen. Wir hätten jetzt mehr verdient gehabt. Sicher, die ersten 20 Minuten waren die Wiener Neustädter besser, aber dann speziell zweite Halbzeit haben wir klar besser und viele Chancen gehabt und meiner Meinung nach haben wir einen glasklaren Elfmeter nicht gekriegt. Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, da haben wir eigentlich nie zu unserem Spiel gefunden, da waren wir zu umständlich, zu weich in den Aktionen und darin ist eigentlich der Grund der Niederlage zu sehen. Zweite Halbzeit haben wir dann alles probiert, waren dann viel, viel aktiver, haben Chancen vorgefunden, waren zielstrebiger, aber es gibt dann so Tage, wo man die Chancen nicht verwerten kann und deswegen geht die Niederlage auch in Ordnung. Nein, also die Innsbruck haben zweite Halbzeit sehr guten Fußball gespielt. Wir haben auch Glück gehabt dabei, muss man ganz ehrlich sagen, und einen überragenden Sascha von Etze. Man muss auf die zweite Halbzeit aufbauen. Man muss das als Lehre sehen, nicht mehr so weich und so unkonzentriert ins Spiel zu gehen wie erste Halbzeit. Das wird vonnöten sein, um in Zukunft auch weiter vorne dabei bleiben zu können. Während die Innsbrucks Erfolgsserie also vorerst beendet ist, bleiben die Niederösterreicher bereits zum vierten Mal in Serie ohne Gegentor. Um so Serien zu beginnen oder auch länger zu haben, braucht es auch ein bisschen Glück. Das haben wir auch im Moment. Aber wie gesagt, was mir positiv stimmt, ist, dass wir spielerisch ja weit besser schon aufgetreten sind und dass wir heute einfach vom Kampf zu 100% überzeugt haben. Aber spielerisch war es natürlich nicht das Gelbe vom Ei.